Für kleine und mittelständische Betriebe war das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr etwas enttäuschend. Sie leiden besonders unter dem dynamischen Wachstum des Onlinehandels. Große Betriebe vertreiben ihre Waren häufig über eigene Online-Shops und können so den Vor-Ort-Verlust ausgleichen. Laut dem Handelsverband Deutschland wurde der Umsatz für November und Dezember auf 94,5 Milliarden Euro im Einzelhandel prognostiziert. Das sind 3% mehr als im Vorjahr. Rund 12 Milliarden Euro werden davon online ausgegeben. Zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken zählen Bücher, Spielwaren und Bekleidung. Außerdem werden auch gerne Sportartikel, Kosmetik und Drogeriewaren verschenkt. Erwachsene schenken gerne Gutscheine und Bargeld. Allein 3 Milliarden Euro des gesamten Weihnachtsumsatzes im November und Dezember werden für Gutscheine ausgegeben. Und auch nach Weihnachten nutzen viele die Gelegenheit, freie Tage zum Shopping zu investieren. Für 2017 erwartet der Handelsverband Deutschland einen Gesamtumsatz von 501 Milliarde Euro, davon 49 Milliarden im Onlinehandel.